Was? Warum denn? Ja, hallihallo und einen wunderschönen Samstag und damit hoffentlich Wochenende für alle, die hier sind. Also für euch, liebe Kasperschaft und natürlich auch für die hemdsärmeligen Hochseilartisten aus Holzminden, die schon lange mal gegrüßt werden wollten. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute, was die immer sagen, erfahrt ihr jetzt. Der göttliche Schatten darf den Cluster nur in äußerster Not verlassen. Wir brauchen unsere vereinten Kräfte. Ja, dann geht halt mit. Der göttliche Schatten wird den Cluster verlassen. Er muss nämlich mal ganz dringend und alle Klos im Cluster sind besetzt. Da bleibt ihm nicht viel anderes übrig, als jetzt mal woanders sich umzugucken. Habt ihr natürlich alle erkannt, Lex the Dark Zone mit dem wunderbaren Stanley Tweedle, Wachmann vierter Klasse. In die fünfte Klasse hat er es nie geschafft. Das Bildungssystem im Cluster. Naja, ich sag mal, da war noch Luft nach oben. Wo keine Luft nach oben ist, ist die Qualitätsoffensive 2015, bei der wir jetzt voll drin sind. Die läuft geschmiert, also quasi wie geschnitten Brot. Das läuft ja auch nicht, außer es ist schon etwas älter. Und eventuell kommt heute ein Special. Es war ja was angekündigt. Also bin schon sehr gespannt. Mein Finger juckt schon, er will Play drücken und ich glaube, ich gebe diesem Jucken jetzt einfach mal nach. Denn wenn ein Special angekündigt ist, dann will ich auch ein Special sehen. Da kann ich gar nicht lange warten. Also, fangen wir direkt an. Na, haben wir Glück? Kommt, wir haben Glück, oder? Ist das toll? Ein Einzelvideo Drachenlords Spezial. Vom Freitag, dem 16.01.2015, klarer Himmel. 3 bis 9 Grad und für Mitte Januar ist das viel zu warm. Mittelmeere, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja. Hallo, darf ich weiter Rainer zu dir sagen? Du hast es uns ja vor einer Weile angeboten. Ja. Gut, als allererstes einmal, heute kam ja, es kam jetzt schon lange kein Video mehr. Heute Mittwoch, heute ist kein Mittwoch, deswegen ist es heute mal ein Ausnahmevideo. Also bei mir ist heute Samstag. Das liegt einfach nur daran, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt so lange nichts mehr von mir hören habe lassen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wer mich nicht auf Instagram oder auch auf Twitter verfolgt oder auch meinen Vlog-Kanal nicht verfolgt, den kann ich leider auch nicht helfen. Ja eben, also wer nicht überall abonniert hat, der ist dann schon irgendwo auch selbst schuld, wenn er nichts mitbekommt. Denn da poste ich immer die aktuellsten Sachen. Facebook gibt es ja mittlerweile nicht mehr bei mir. Wie schön. Und deswegen ist Twitter eigentlich die idealste Anlaufstelle, Instagram gegebenenfalls auch noch. So, das könnte sogar jetzt wichtiger denn je sein, denn Es wird noch wichtiger als vorher schon. ich habe das noch nie gehabt, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe mir auch keine Symptome dafür angeschaut, aber es könnte sein, dass ich Probleme mit den Mandeln gerade habe. Deswegen, also ich bin total erkältet gewesen, der Zeller war total fertig und alles. Habe dann sogar noch, ich weiß nicht, ob es ein Rückfall war oder irgendwas, auf jeden Fall habe ich es dann nochmal gehabt, bin dann noch viel schlimmer gewesen und so weiter. Ja, wir erinnern uns, er war krank. Dann haben Sabaton gespielt, da war er gesund und danach war er wieder krank. War dann wirklich 3 Tage lang wirklich flach gelegen, also wirklich komplett flach. Ich bin nicht einmal aufgestanden. Und so geht's mir auch. Wenn ich liege, liege ich. Da stehe ich nicht. Also ich liege dann immer. Meistens flach. Ich bin nur aufs Klo gewackelt und zurück. Und es sind 4 Meter aus meinem Zimmer raus oder was. Und es war, selbst das war die reinste Tortur, das war ein Schwanken ohne Ende. Mich hat es ein paar Mal fast hingelegt und so weiter. Oh ja, das kenne ich. Das hatte ich auch mal. War komischerweise auch so zum Jahreswechsel. Ui, war das eine wilde Party. Erkennt ihr das? Wenn man Fanta Bacardi mischt im richtigen Verhältnis, dann schmeckt das wie relativ frischer O-Saft. Man merkt überhaupt nicht, dass man Alkohol trinkt, bis es zu spät ist. Dann merkt man gar nichts mehr. Und dann schwankt man auch aufs Klo und haut sich zwischendurch ein paar Mal auf die Klappe. Ei, ja, war ein guter Jahresbeginn. Also echt heftig. Und jetzt habe ich dauernd das Gefühl, als würde ich irgendwas im Hals haben. Und deswegen habe ich das Gefühl oder habe ich das Gedanken jetzt ja vorhin gehabt, dass das vielleicht die Mandeln sind. Vielleicht einfach mal zum Arzt gehen und den fragen. Ich hab mal gehört, die kennen sich mit sowas aus. Deswegen werde ich morgen nochmal zum Arzt gehen, werde mir.
Gute Idee. Nochmal das nachprüfen lassen, ob das vielleicht wirklich die Mandeln sind oder was das sein könnte. Denn auf die Idee, dass es die Mandeln sein könnten, bin ich gar nicht gekommen, weil das habe ich ja noch nie gehabt. Und die Mandeln... Moment. Also du hast keine Symptome gegoogelt, du bist nicht auf die Idee gekommen, dass es die Mandeln sein könnten, aber du gehst davon aus, es könnten die Mandeln sein. Den Gedankengang kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Mandeln habe ich noch, von daher kann das... kann das so krass sein, also ich weiß es nicht. Wenn es die Mandeln sind, wäre es sehr ärgerlich, weil wenn ich mich nicht ganz täusche und die Mandeln rausgenommen werden, dann hat es auch Auswirkungen auf meine Stimme, soweit ich weiß. Was? Also das habe ich noch nie gehört. Na gut, je nachdem wie die Mandeln rausgenommen werden, kann das natürlich Auswirkungen auf alles Mögliche haben, wenn man da Pech hat und bei der OP läuft was schief. Man weiß es ja nicht, aber im Normalfall, wieso soll das Auswirkungen auf die Stimme haben? Und davon abgesehen, jetzt mal, nehmen wir mal an, es hätte Auswirkungen auf die Stimme. Es ist ja jetzt nicht so, dass du als Sänger dein Geld verdienen würdest oder eine markante Stimme hättest und als Sprecher was also deinen Lebensunterhalt verdienst. Wenn die Stimme sich ein bisschen verändert, würde ja nichts machen. Wie auch immer. Ich bin jetzt so eitel, dass ich auch meine Stimme abfahren würde oder sowas. Vor allem, weil ich meine Stimme selbst natürlich, wie jeder, nicht so besonders mag. Aber ich sag mal, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ist nicht. Also an meine. Als Aufzeichnung, ich kann meine eigene Stimme überhaupt nicht hören. Ich mag die nicht. Und die Mädels sagen zumindest immer, dass sie meine Stimme mögen. Ich hoffe, dass es... Ah ja. Mhm. Ja. Die Mädels sind übrigens gerade hier im Raum. Danach erinnert, aber wie auch immer, so weit sind wir gar nicht. Und ich habe gerade vor, hier ein Labervideo draus zu machen. Es wird ja eigentlich, du, da stand im Titel was von Spezial. Sonderlich langes Video heute, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, aber ich habe ein bisschen rumrecherchiert, habe ein bisschen meine alte Festplatte durchgecheckt und mir ist aufgefallen, Verzeihung. Und mir ist aufgefallen, dass auf meiner Festplatte noch eine alte Folge, die noch nie veröffentlicht wurde, von Vier Drachen und der Metal drauf ist. Juhu! Mit dem Drachenbaden? Für alle, die schon lange dabei sind, wissen natürlich, was Vier Drachen und der Metal war. Ja, das mit dem Drachenbaden. Oder ist. Und die Serie wird nie wieder kommen. Och Manno. Aber als kleine Entschädigung, weil ich so lange nicht da war, werde ich ein kleines Special machen, in der ich euch ein paar Ausschnitte aus der damaligen geplanten Folge zeigen werde. Die wäre sehr geil geworden, aber auch dafür habe ich leider nicht genug Material jetzt da, um die ganze Folge zu rekonstruieren. Auch weil ich damals nicht genug aufgenommen habe dafür, weil es damals schon ein Problem gab damit. Welches denn? Aber ich werde euch jetzt mal zeigen, was ich noch da habe, was ich noch zusammenschneiden konnte, was gepasst hat. Das ist jetzt nur etwa, ja, anderthalb Minuten, nicht ganz anderthalb Minuten geht. Gut, die normalen Folgen, Vier Drachen und der Metal, die bestanden doch zum größten Teil Intro, Rückblende, was ist passiert, dann ein, zwei Minuten, wenn es hochkommt, die eigentliche Folge und dann, was wird demnächst passieren oder was könnte passieren. Also da war nie wirklich viel Handlung drin. Aber es ist besser als gar nichts. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen schon mal. Wünsche euch viel Spaß damit. Ganz am Ende kommt noch ein Ausschnitt vom gleichen Tag. Da habe ich an dem Tag damals noch über das Ganze gesprochen und so weiter, was da schiefgelaufen ist. Oh, das ist gut. Also quasi so eine Art Making-of-Dingsbums-Outtake-Fail-Teil-Gerät. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber das werde ich jetzt dann noch mit anschauen, werde es noch mit reinschneiden. Und gegebenenfalls bin ich ganz am Ende nochmal ich, also aus dem Real Life momentan, aus der Jetztzeit da. Oder ansonsten halt nur noch da und dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Es wird demnächst noch ein Abo-Special geben. Juhu! Das hier ist kein Abo-Special, es wird auch ein Special sein, aber es wird kein Abo-Special sein. Das ist ein Spezial-Special. Das 2500 Abo-Special wird kommen. Aber dafür muss ich Aufnahmen machen, die ich draußen machen muss. Das heißt, es muss Wetter passen, Licht muss passen. Der Akku der Kamera muss voll sein. Und so weiter und so fort. Und ich muss natürlich auch gesund sein. Und solange das nicht der Fall ist, kann ich halt nicht aufnehmen, beziehungsweise kann ich das Abo-Special nicht fertig machen.
Geplant war jetzt im neuen Jahr, dass ich das direkt anfange. Habe ich aber jetzt natürlich nicht geschafft. Deswegen muss ich das jetzt schauen, wie ich das hinkriege. Aber wenn ich jetzt dann wieder gesund bin, werde ich mir die Zeit nehmen. Muss ich jetzt Samstag so noch mal ein bisschen viel aufnehmen. Ja, da haben wir doch direkt schon wieder was, worauf wir uns freuen können. Gleich das nächste Special, das wäre toll. Aber ansonsten war es das eigentlich soweit. Dann bedanke ich mich, viel Spaß mit dem kleinen Ausschnitt. Wie gesagt, geht nur anderthalb Minuten oder was. Und dann am Ende geht es noch ein bisschen länger weiter. Und dann viel Spaß. Ciao. Also, ihr habt es gehört. Es fängt vorne kurz an und dann geht es länger weiter. Ach, guck mal, Outdoor, bei schönem Wetter. Immer wenn man sich entspannen will. Sag mal, der Joker. Hat er ihn jetzt ernsthaft mit The Joker angeredet? Wie sind wir hier eigentlich hergekommen? Zu Fuß, eventuell? Nun, das war doch ganz einfach. Der Drachenlord und Drachenbade haben sich wieder mal gestritten. Und weil der Rainer gerade auf Arbeit ist, habe ich gesagt, wir gehen einfach mal hierher und entspannen ein bisschen, hätte ich gesagt. Gute Idee. Jetzt bitte ein Schwenk zu Drachenlord und Drachenbade, weil wir wollen doch alle den Drachenbaden sehen. Muss ich das verstehen? Übrigens, so ähnlich sieht's auch aus, wenn ich im Wald bin und die Bäume anschreie. Huch! Jetzt ist er doppelt im Bild. Hey Drachenbade. Ja? Es tut mir leid, dass ich neulich so eine Scheiße gebaut habe. Kein Problem. Aber man muss jetzt sagen, das Timing stimmt. Also, wo er den Drachenbaden angesprochen hat, im richtigen Moment ging der Kopf hoch und vom Dialog her, das Timing passt sehr gut. Ja. Vielleicht hast du ja ab und zu mal sogar recht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist in letzter Zeit. Ja. Vielleicht bist du einfach überarbeitet. Nun, ist jeder wie er ist. Du, ich glaube, es wird mal wieder Zeit für mich zu headbangen. Ja, das sage ich auch immer. Also, wenn ich mich mit einem Kumpel so unterhalte, sage ich manchmal auch ganz spontan, du, ich glaube, es ist wieder soweit. Ich muss mal headbangen gehen. Ich gehe derweil darüber. Okay, ich habe jetzt das Ende nochmal angeschaut, was ich da verzapft habe. Das war nicht ganz so cool, das Optimale. Also, das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe. Ja, also sagen wir es mal so. In diesem Dialog jetzt eben, das Timing hat gut gepasst. Der Inhalt, also, es war halt kein wirklicher Inhalt da, aber das Timing hat schon gesessen. Diese anderthalb Minuten, das war eigentlich als Outtake-Zeug gedacht und deswegen habe ich das auch in einem Ordner unter Blödsinn eingeordnet gehabt, jetzt weiß ich es auch wieder. Das habe ich vorher jetzt gar nicht gewusst, aber das macht ja jetzt nichts, ich habe jetzt doch noch irgendwas Gutes hingekriegt. Es waren ein paar Bildfehler drinnen, die ich in der Aufnahme halt vorher nicht wusste, die ich jetzt aber halt bewusst drinnen gelassen habe, weil ich es halt nicht rausmachen kann, weil ich sonst hätte neu aufnehmen müssen und das haut natürlich jetzt nicht hin. Du hast die Bildfehler bewusst drin gelassen, weil du sie sowieso nicht entfernen kannst. Was ist denn für eine Aussage? Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt jetzt an dem Video. Es tut mir leid, es ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Vielleicht konnte ich dir trotzdem ein bisschen lachen. Und ja, vielleicht kommt jetzt so eine Art, oder ich will jetzt so ein ähnliches Format irgendwann mal starten. Dann allerdings nochmal mit 4 Personen, weil das ist viel zu aufwendig. Wieso? Das war doch jetzt schon mit 4 Personen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Drachenlord. Ciao, Leute. Tschüss. Was ist das jetzt für eine komische Einblendung? Wieso steht da von Non-Commercial Use? Oh! Ja, dann heute werden wir aber verwöhnt, oder? Guck mal, was da jetzt schon wieder kommt. Ein Time of Metal Nummer 3. Band Astral Doors, Album
Notes from the Shadows. Kenner wissen schon, was uns jetzt erwartet. Mittwoch, 21.01.2015, wolkenlos, minus 5 bis 1 Grad. Na, wenigstens wird es mal winterlich. Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Hallo, ich darf weiter Rainer zu dir sagen, ja? Übrigens, da fliegt eine Gitarre gerade auf dich zu. So, heute haben wir mal ein paar andere Geschichten für euch. Und zwar möchte ich heute einmal mit euch drüber sprechen, was diese ganze Geschichte mit dem Time of Metal eigentlich wirklich bedeutet. Und gleichzeitig werden wir auch gleich noch über das neue Album von Astral Doors sprechen. Zunächst einmal möchte ich, dass ihr wisst, dass der Time of Metal kein Review-Video ist. Es geht hier normalerweise nicht um die neuesten Alben. Es geht hier nicht einmal um die besten Alben. Es geht hier einfach um die Alben, über die ich mir Gedanken mache. Okay, also bei einem Review-Video geht's zum Beispiel, wenn man jetzt Reviews über Filme macht, geht's dann immer nur über den besten oder über den neuesten Film und nicht über irgendeinen Film oder wie? Über die ich Interpretationen mache und wo ich mir denke, wenn ich das Album höre oder anschaue und so weiter, was man dafür hat. Was? Wo du dir denkst, wenn man sich das Album anhört oder anschaut, was man dafür hat? Was? Rainer, sorry, also den Satz habe ich jetzt nicht verstanden. Aber das mit den fliegenden Mikros gefällt mir. Das erinnert mich an früher. Kennt ihr noch diesen Bildschirmschoner mit den fliegenden Toastern? Der war lustig. Ach, den habe ich auch gern gehabt. Also, Rainer, sehe ich das jetzt richtig? Du machst jetzt ein Video über die Band Astral Doors, beziehungsweise ihr neues Album und erzählst uns dann was dazu und auch deine Interpretation. Kommt das hin? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das neue Album von Astral Doors, Notes of the Shadow oder Notes from the Shadow. Eins davon war richtig. Wie es eigentlich heißt, ist hierfür eigentlich das beste Beispiel. Prima. Das ist gut. Also er erklärt uns, worum es geht und bringt gleich ein Beispiel an, damit wir das ja am praktischen Beispiel gleich erfahren. Das ist prima. Also didaktisch sehr geschickt gelöst. Und er bringt auch gleich ein gutes Beispiel. Ich habe das immer gehasst, wenn in der Schule ein Lehrer was anhand von einem Beispiel erklären will und dann einfach nur ein unglaublich schlechtes Beispiel bringt. Wo man sich dann immer gefragt hat, Junge, was soll das eigentlich? Mit einem guten Beispiel, da versteht man das auch, aber manche Lehrer hatten es dann echt drauf, ein Beispiel zu bringen, das ging dann in eine komplett andere Richtung. Und man saß dann und hat sich gefragt, wie? Dafür habe ich jetzt den Kopf extra vom Fenster weggedreht und mal zur Tafel geguckt. Die Kalorien habe ich jetzt völlig sinnlos verbrannt. Das war völlig für ein Hugo. Notes from the Shadow ist ein Album, in dem wir ja den Liednamen des Albums nicht haben. Das heißt, das Album selbst hat einen Namen. Okay, also wir haben ein Album, das den Namen hat. Und die Lieder haben alle andere Namen. Also es ist nicht. Das finde ich sehr gut, dass die Lieder alle andere Namen haben. Ich finde es immer sehr verwirrend, wenn alle Lieder den gleichen Namen haben. Das ist so blöd. Zum Beispiel bei den Beatles, glaube ich, gab es dieses eine Album. Da hieß jedes Lied auf dem Album Hey Jude. Und wenn du dann gefragt hast, ja, welches Lied gefällt dir denn am besten? Hey Jude. Und dir? Hey Jude. Und dann will man sich das anhören und sagt dann, nee, das andere Hate Shoot. Das ist so dämlich, dass, wie ja beim Diktator Aladdin, wo er die Worte positiv und negativ durch Aladdin ersetzt. Der HIV-Test ist Aladdin. Ist das Aladdin für mich oder Aladdin? Sagen wir es mal so, es ist Aladdin. Also, jetzt war wirklich kontraproduktiv. Da finde ich gut, dass Astral Doors sich hingesetzt haben und gesagt, nein, jedes Lied kriegt einen eigenen Titel, dann kann man sie auch viel besser unterscheiden. Da haben die gut mitgedacht, die Jungs. Also, Chapeau, Respekt, maximaler Handclap. In dem Album ist kein Lied dabei, was den Namen Notes from the Shadow trägt. Ja, muss ja auch nicht. Das heißt, in dem Album ist kein Lied dabei, was den Namen Notes from the Shadow trägt. Ich glaube, das sagtest du gerade. Das persönlich finde ich sehr interessant, denn... Warum? Natürlich ist, um Gottes Willen, es ist kein Muss, dass das Album, dass der Albumname auch den Namen in einem Lied hat. Ja.
stimmt. Das ist keine. Ja, ich meine, kann natürlich sein, dass die EU demnächst da irgendwie was rausbringt, was Bands verpflichtet. Ab sofort muss bei jedem Album ein Lied mindestens so heißen wie das Album selbst. Zutrauen wird es denen, aber bisher haben die Bands da eine freie Auswahl und ich glaube, also ich würde sogar fast wetten, irgendwo hat irgendjemand dazu mal eine Statistik gemacht, bei wie viel Prozent der Alben ein Lied so heißt wie das Album. Also ist bei weitem nicht in jedem Album so. Also wieso ist das interessant? Aber ich persönlich finde es sehr interessant. Ja, aber warum? Denn wer mich kennt, wer meine Videos schaut und wer mich schaut und meine Videos hat und alles und über mich sich informiert, der weiß, dass mir nichts wichtiger ist als die Interpretation in Liedern und generell die allgemeine Interpretation in der Musik. Ja, das haben wir ja beim letzten Teil Moth Metal gehört. Wo du dieses eine Lied interpretiert hast von Doro. Also du hast ja den Titel davon, mehr oder weniger, und dann war's das. Wer von euch hat sich das letzte Mal hingesetzt, wirklich hingesetzt, sich über den Namen eines Albums oder den Namen eines Liedes Gedanken gemacht, das Lied angehört, das Album angehört und sich dabei einfach nur gedacht, was hat der Künstler sich dabei gedacht? Also, dass ich mich jetzt so bewusst hinsetze, nein. Aber manchmal, wenn man was hört, da kommt dann schon so, das ist dann schon automatisch. Also zum Beispiel hier Operation Mindcrime. Oh, Rainer, machst du bitte ein Video über Operation Mindcrime? Das wäre schön. Auch deine Interpretation dazu wird mich sehr interessieren. Also, da kommt das dann von automatisch. Also, von automatisch. Also, ich deutsche heute wieder sehr wunderbar. Da kommt das so ganz automatisch von selbst quasi. Das habe ich jetzt zusammengefasst. Dass im hinteren Denkkasten diese eine Pleuel anfängt zu klappern und dann, schau mal. Da zieht sich so eine Art roter Faden durch. Das ist ja interessant. Also, durchaus gelegentlich, ja. Jetzt zählt er bei Techno, weil bei Utsch, es fällt einfach schwer, da den tieferen Sinn zu erkennen. Ich wette nicht mal die Hälfte von euch, wahrscheinlich nicht einmal ein Viertel von euch. Ich finde es sehr schade, dass die Musik auf die Art und Weise ziemlich unterzugehen scheint. Wieso geht die Musik unter, wenn man nicht darüber meditiert, was der Komponist sich wohl dabei gedacht hat? Weil man hört sie ja trotzdem und sie gefällt einem vielleicht auch trotzdem. Ich glaube jetzt auch nicht, dass bei einer Polka, da tanzen die Leute dazu und stehen nicht grübelnd um die Tanzfläche rum so, was mag sich der Komponist wohl dabei gedacht haben, als er an dieser Stelle das Akkordeon einsetzen ließ? Worauf mag er anspielen? Nein, glaube ich gar nicht mal. Denn in Wirklichkeit ist doch die Musik das, was viele von uns immer wieder neue Kraft gibt. Hä? Es gibt Menschen, die können ohne Musik. Es gibt Menschen, die können nur mit Musik. Und es gibt Menschen, die haben Musik gerne, sind es aber nicht so, dass ich, boah krass, ich brauche Musik. Oder boah krass, ich habe keine Musik. Das sind einfach so Leute, ja, ganz normal. Was? Ich persönlich zähle mich zur zweiten Kategorie. Ich kann nicht ohne Musik. Was genau kannst du denn nicht ohne Musik? Also ich könnte ohne Musik zum Beispiel nicht singen, weil sobald ich singe, ist ja Musik da. Das würde also gar nicht gehen. Das ist so, als würde man sagen, ich kann nicht aufstehen und dabei sitzen bleiben. So oft. Aber ansonsten, ja, meine Güte. Gut, das Leben wäre halt ein bisschen anders, langweiliger. An manchen Stellen ist halt Musik ganz gut. Zum Beispiel, wenn man wandern geht, da habe ich gerne tatsächlich manchmal Musik einfach, um dann in ein Tempo reinzukommen und das zu halten. Da habe ich dann ein gleichmäßiges Tempo, das auch relativ ermüdungsfrei ist. Und da ist Musik eigentlich ganz praktisch. Oder halt so bei der Arbeit, damit die Zeit rumgeht. Oder wenn man mit dem Chef telefoniert, damit man sein Gebabbel nicht so gut hört. Das ist wunderbar, aber man könnte doch auch wunderbar ohne leben. Ohne Musik würde ich sterben. Das glaube ich kaum, Rainer. Das ist aber auch okay, das ist meine Meinung, das ist meine Interpretation und das ist meine eigenständige Meinung über die Musik. Ja, wäre auch okay, darfst du ja haben. Ich halte das zwar für ja, nicht korrekt, also ich glaube kaum, dass du sterben würdest, wenn es keine Musik gäbe.
Natürlich hat jeder seinen eigenen Musikgeschmack. Der eine hört Hip-Hop, der andere hört Techno, der andere Dubstep. Das ist alles in Ordnung. Aber der wirkliche Hintergrundgedanke an der Musik selbst ist eigentlich der, dass man hergeht und sich einfach mal die Zeit nimmt für die Musik. Unser Alltag ist stressig genug. Jeder rennt von A nach B wie ein aufgeschreckter Ameisenhügel. Habt ihr schon mal aufgeschreckte Ameisenhügel rumrennen sehen? Also ich bin ja öfter im Wald, wie ihr wisst. Mir ist noch nie ein Ameisenhügel vor die Füße gerannt. Aber keiner nimmt sich mehr die Zeit und hört zu. Stimmt doch überhaupt nicht. Rainer, geh mal in ein Konzert. Also jetzt nicht hier Metal, wo die Leute auch durchaus zuhören. Also die nehmen sich da zum Beispiel einen ganzen Abend beim Festival, auch ein ganzes Wochenende, um Musik zu hören, also zuzuhören. Aber zum Beispiel jetzt in der Oper oder ein klassisches Konzert, da sitzen Leute ganz still und hören zu. Und gerade bei Opern, die hören zu, obwohl man da den Text überhaupt nicht versteht. A, ist es oft italienisch, B, ist es so schrill und überschlagend, dass man es gar nicht versteht. Und dann, sind wir mal ehrlich, wissen wir ja seit Heinz Schenk bei Opern, es ist schon ein bisschen dämlich, ne? Der König wird erdolcht, dann bricht er röchelnd zusammen und singt, ich sterbe, oh, 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 ich sterbe. Dann kommt der ganze Hofstaat angerannt, baut sich um den König auf, dann, oh, oh, und er stirbt, der König stirbt, welch Elend, der König stirbt. Keiner ruft den Notarzt, alle stehen da und singen, komplett behämmert, aber die Leute hören trotzdem zu und sie nehmen sich die Zeit. Und das ist die wirkliche Interpretation von Time of Metal. Die Zeit für Metal, die Zeit für Musik, um genau zu sein. Ich sag's mal so, die Übersetzung, da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. So, wir fangen jetzt einmal direkt an mit dem Intro. Nach dem Intro kommt dann eine kurze Info über das Album. Und ich weiß, dass es jetzt schon ein bisschen auf sich zieht, aber es tut mir leid. Nach dem Intro kommen dann, wie gesagt, direkt Infos über die Band, danach Infos über das Album und dann ist der Time of Metal leider auch schon wieder zu Ende. Ich dachte, dann kommt noch, wie du das interpretierst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß mit dem weiteren Video. Metal, Leute. Metal. Rainer. T-Shirt reinstecken in die Hose ist nicht immer eine gute Idee. Einfach mal so am Rande als Bemerkung. Ja, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, es geht heute um ziemlich viele und ziemlich heftige Themen. Viele und heftige Themen? Ich dachte, es geht um ein Album von einer Band. Ja, auf jeden Fall. Heute geht es um den Time of Metal und um Astral Doors, das neue Album. Da ist es schon. Ist es nicht schön? Nein, ist es nicht. Naja gut, es ist was Gezeichnetes. Hat ein bisschen was von Halloween. Keeper of the Seven Keys, nur in dunkler. Es sieht mega geil aus. Und naja. Und es hat eine Gemeinsamkeit mit anderen Alben von Astral Doors, und zwar das hier. Es steht überall Astral Doors drauf. Ja gut, und es ist ein Drache drauf. Ja, wie ihr gesehen habt, jedes Album von Astral Doors hat einen Drachen. Jedes? Auf dem Cover. Finde ich persönlich ziemlich mega. Das dachte ich mir schon. Man erkennt ja, Metal-Alben erkennt man ja, da gibt es drei Qualitätsstufen. Schlecht, geil und richtig, richtig geil. Schlecht ist irgendwas auf dem Cover, geil. Wikinger, richtig, richtig geil. Drache. Ist eigentlich ganz praktisch, hat man direkt auf den ersten Blick eine Einordnung. Finde ich gut. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich auf die Band überhaupt aufmerksam geworden bin. Weil sie Drachen auf dem Cover haben. Na gut, warum auch nicht. So, jetzt fangen wir direkt nochmal mit Hintergrundinfos über die Band an. Dafür nehme ich mir mal einen Zettel in die Hand. Ich sagte, dafür nehme ich mir meinen Zettel in die Hand.
Ui. Cooler Zaubertrick. Das hat mich jetzt erinnert an. Kennt ihr noch David Copperfield? Der hatte mal einen Zaubertrick, da hat er aus Papier, das war wohl so nitriertes Papier, wo sehr still komplett verbrennt, eine Rose gefaltet, hat die angezündet und während die wegbrannte, hat er dann eine richtige Rose in der Hand. Und in normalem Tempo hat man gesehen, wie er die Hand schnell nach unten steckt, also die Rose quasi, die echte, aus dem Ärmel rausgeschüttelt hat. In Zeitlupe konnte man die Bewegung komischerweise nicht sehen. Das fand ich faszinierend. Und sorry für den Spoiler. Ja, Bühnenzauberer benutzen nicht wirklich Magie, das sind Tricks. Also, geht doch. So, entschuldigt. Ja, auf jeden Fall. Die Band wurde gegründet 2003 und zwar in Borlänge und zwar in Schweden. Also es ist Donnerwetter, dann sind das quasi Schweden. Das ist eine schwedische Heavy-Metal-Band, finde ich persönlich ziemlich geil. Warum? Also, wäre es ungeiler, wenn das jetzt eine dänische Heavy-Metal-Band wäre? Oder was ist an einer schwedischen Heavy-Metal-Band jetzt anders als an einer Heavy-Metal-Band aus irgendeinem anderen Land? Dazu kommt noch, dass das Album, ich habe mir jetzt eigentlich Unsinn in der Hand, dazu kommt auch noch, dass die Band von Anfang an in einem Label war. Donnerwetter. Viele Bands sind ja von Anfang an erstmal im Proberaum, die waren direkt im Label. Das finde ich toll. Und zwar in Lokomotiv Records. Finde ich persönlich auch ziemlich geil. Denn die meisten Alben oder die meisten Bands müssen ja für ihre Alben, die beim Label sein sollen, erst einmal sich beim Label beweisen, da Tapes hinschicken und so weiter. Und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass eine Band sich gründet und direkt in einem Label ist. Wie, also die haben da keine Demos hingeschickt, sondern die haben sich gegründet und im selben Moment waren sie schon bei diesem Label. Dann würde ich sagen, entweder waren die vom Label zusammengestellt oder irgendeiner von denen hatte da Kontakt, vielleicht der Schwibschwaber. Junge. Der Onkel war Pförtner beim Label und hatte da Connections, hat gesagt, kommt Jungs hier. Ich habe da mal so einen Blanko-Plattenvertrag und das schreibt dann, ich schieb das dann irgendwo ins Postfach, das passt schon, hätte ich gesagt gehabt. Das kommt eigentlich nicht vor. Offensichtlich scheine ich mich da aber getäuscht zu haben, denn offensichtlich hat Astrid Doss das ja hingekriegt. Vielleicht haben sie Kontakte zu dem Label vorher gehabt, ich weiß es nicht. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Ja, Rainer, du machst doch jetzt gerade ein Video, um uns darüber zu informieren. Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber hast du mal geguckt, ob man rausfindet, warum das jetzt so war? Wenn es einfach nur hinstellen zu sagen, ja, das ist ja schon interessant. Also mir persönlich, ich hätte da gern mehr Infos. So, die Gründungsmitglieder sind einmal Nils Patrick Johnson, Joachim Nordland und Johan Lindstedt, heißen die drei. Dann hätten wir einmal Mitglieder an den Instrumenten. Am Gesang ist Nils Patrick Johnson, also eines der Gründungsmitglieder. Das andere Gründungsmitglied ist an der Gitarre, und zwar Joachim Nordland. Und das dritte Gründungsmitglied, Johan Lindstedt, ist am Schlagzeug. Dann hätten wir noch eine Gitarre, und zwar den Martin Hengland. Und an der Orgel haben wir den Jaken. Moment. An der Orgel? J.K. Rowling. Spitzname anscheinend Ruppberg. Und am Bass hätten wir den Mika erkennen. Aber der war doch Finne. Iteranta heißt der. Um Gottes Willen, das Name. So. Für weitere Infos von der Band müsst ihr euch leider selbst informieren. Das nenne ich Service. Allerdings habe ich euch alles, was ihr braucht, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also falls es jemand. Das ist auch super. Ich mache übrigens demnächst auch ein Infovideo. Wenn ihr Infos über irgendeine Band haben wollt, ich mache euch gerne ein Infovideo. Also ein leeres Video und dann knüpfe ich euch unten den Link zu Wikipedia rein. Wenn man interessiert, kann er mal nachlesen. Jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder rumgeraged. Wenn du schon was machst, mach's anständig. Och nö, das wäre ja gemein. Nein. Das hat nämlich nichts mit anständig zu tun, sondern damit zu tun, dass es hier nicht um die Band, sondern um das Album geht. Ah, okay. Gut, also die Band wird nur kurz angeschnitten und dafür ist dann nachher mehr Zeit, um wirklich detailliert aufs Album einzugehen. Das ist natürlich eine gute Methode.
Okay, alles klar, kann ich nachvollziehen. Na? So, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit dem Album an. Oh ja. Was hat das Album überhaupt für Merkmale? Ich würde mal sagen, es ist außen viereckig und wenn man die Packung öffnet, ist was Rundes drin. Das Album selbst hat interessante Merkmale. Es ist sehr düster gehalten, es hat ein blaues Cover, ist sehr dunkel, es ist ein Mönch auf dem Cover mit einem Drachen. Bist du dir sicher, dass das ein Mönch ist, Rainer? Drachen an der Seite, der schreibt und da überall Katzen sind, die schon sehr runtergebrannt sind. Es ist wie gesagt. Also wenn ich mir diesen sogenannten Mönch mal angucke, Amulett am Hals, da vorne steht ein Kelch, da liegt ein Dolch rum. Das so aus. Also kann sich noch jemand erinnern, der Name der Rose? Die hatten doch Aufnahmen aus dem Skriptorium, wo die Mönche alle da saßen und munter Bücher abgeschrieben haben. Das sah irgendwie anders aus. Wie gesagt, ein sehr düsteres Album. Ja, die CD ist aktuell im Auto. Und wie gesagt, ein Merkmal an der Band ist halt wirklich der Drache, der auf jedem Cover zu finden ist. Ja, Ausnahme natürlich die Cover ohne Drachen, da ist kein. Aber das wäre doch mal eine Idee für eine Band. Hat jemand hier eine Metalband? Ich habe einen tollen Vorschlag für euch. Ihr macht so ähnlich wie Wo ist Waldo? Wo ist der Drache? So Wimmelbilder bei jedem Cover, wo man den Drachen suchen muss. Das wäre doch schön. Finde ich persönlich sehr geil, denn im Prinzip muss man sich wieder vergewissern. Es ist Heavy Metal. Es ist Ach so. Metal. Und Drachen sind im Prinzip ja das, was den Metal ausmacht, ja? Bitte was? Was? Kraft, Stärke, Feuer. Schuppen. Kennt man. Wenn beim Metal-Konzert alle dastehen und den Headbangen die Haare schütteln, dann hat man so eine riesen Wolke Schuppen. Und Drachen haben ja auch Schuppen, also von daher es passt. Gebrüll, ja. Alles, was Metal ausmacht, ist im Prinzip ein Drache. Das ist unter anderem auch der Grund, warum mein Name mit Drachenlord nie geändert wurde. Ich dachte, dein Name ist so, weil man dich in der Schule schon Drache nannte, weil du Suppen hast oder weil du so groß bist oder irgend sowas. So, und übrigens nochmal eine Sache dazu, nur kurz auf den Namen nochmal angegangen. Drachenlord ist nicht darauf bezogen, dass ich die Drachen beherrsche, sondern dass ich den Drachen diene. Ah ja. Dann wäre es möglicherweise in, sagen wir mal, denkbar, dass deine Übersetzung nicht ganz optimal ist. Ich meine, jetzt guck mal. Lord of the Rings. Wird übersetzt mit Herr der Ringe. Und nicht Diener der Ringe. Und Herr ist halt, guck mal, bei Herrschaft ist Herr schon mit drin. Also, ja, der Herr der Ringe herrscht über die Ringe. Wenn Diener wäre, dann wäre Dien mit drin. Dann würde das Dien Martin of the Rings. Aber ich glaube, das geht jetzt in die komplett falsche Richtung. Machen wir mal hier weiter. Das wollte ich nur mal dazu sagen. Wenn man den Namen irgendwie interpretieren möchte, bitte geht nicht her und interpretiert ihn so, dass ich irgendwie jemanden kontrolliere oder sonst was. Ja, also bitte übersetzt ihn nicht, sondern Rainer, vielleicht hättest du halt einfach ja, mal googeln sollen. Drachenlord ist lediglich die Aussage dafür, dass ich die Drachen beschütze oder für die Drachen da bin. Ich diene den Drachen. Nein. Ich bin kein Herr der Drachen. Genau das sagt aber der Name. So, das Album, der Name, Notes from the Shadow, oder übersetzt Noten aus dem Schatten. Bitte was? Rainer, du willst uns informieren über das Album. Mit Interpretation, die tiefere Bedeutung und all das. Und du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, den Titel korrekt zu übersetzen. Ah. Aber schön, mach mal weiter. Was soll man dazu sagen? Ja, was soll man dazu noch sagen, ehrlich? Als allererstes Mal, das habe ich bereits vorhin gesagt, der Name des Albums ist nicht, ich wiederhole, nicht in der Liederliste vorhanden. Ja, das liegt nämlich daran, es gibt auf diesem Album kein Lied, das so heißt, wie das Album heißt. Das ist eine Rarität, ist, soweit ich weiß, das einzige Album,
Seitdem das so ist. Alle anderen Bands machen das anders, angeblich, glaube ich. Habe ich gehört. Notes from the Shadow ist das Album, aber es ist nicht als Lied vorhanden. Das muss natürlich nicht sein, aber im Normalfall... Das muss natürlich nicht sein, aber das ist im Normalfall ungewöhnlich. Denn im Normalfall ist jedes Album, egal von welcher Band, hat für gewöhnlich auch den Namen in dem Album, also in dem Lied. Auch bei Astral Doors ist das für gewöhnlich so. In dem Album Jerusalem zum Beispiel gibt es auch das Lied Jerusalem. Oder in dem Album, beziehungsweise in dem Best-of-Album, gibt es ein Lied, das heißt Best-of, klar. Testament of Rock ist auch das Lied Testament of Rock dabei. Deswegen fand ich das sehr interessant, als ich das vorhin festgestellt habe, dass das Lied gar nicht dabei ist. Vielleicht ist es auf der Rückseite. Dreh doch einfach mal die CD um. So, ich lese euch mal die Liedernamen kurz vor. Und die Liedernamen habt ihr bestimmt alle schon irgendwo mal gehört in einem Zusammenschnitt, so Rainer und Englisch oder so. Ich habe wieder gleich gesagt, ich entschuldige mich sofort, weil ich hier für die Aussprache wieder nichts kann. Ich bin in der Aussprache wieder mal mega scheiße. Dafür gibt's Hilfsmittel, Rainer. Man könnte sich zum Beispiel im Internet mal anhören, wie wird es ausgesprochen. Es gibt im Internet sogar Hilfsmittel, die sagen dir, wie wird es ins Deutsche übersetzt, also was bedeutet das? Das ist toll. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel jetzt den Sinn eines Liedes verstehen und interpretieren will, ist es immer hilfreich, wenn man auch den Text versteht. Wenn mir jemand sagt, wie es ausgesprochen wird, dann kann ich es. Wenn ich es allerdings selber lesen muss und nicht weiß, wie die Aussprache ist, kann ich es schlecht aussprechen. Ich bitte um Entschuldigung. The Last Temptation of Christ. Ja, also die Last Temptation of Christ. Also es geht um James Last, irgendwas mit Temperatur und die Christel von der Post. Es ist Lied Nummer 1. Lied Nummer 2 ist Disables of the Dragon Lord. Ja, also es geht um einen Dragon Lord, also einen Diener der Drachen und seine Disables, also Leute, die mit körperlichen Einschränkungen zu kämpfen haben oder so ähnlich. Lied Nummer 3, Wailing Wall. Ja, also ein Wall, an dem man gerne verweilt. Eine Waterwand quasi. Lied Nummer 4 ist Shadow Chaser. Hä? Ich habe hier gerade eine andere Liste, da ist Shadow Chaser Nummer 5. Aber das war richtig vorgelesen, Rainer. Lied Nummer 5, Die Alone. Das heißt wirklich Die Alone, also wirklich deutsches Die. Es gibt dann auch ein anderes Lied, das heißt Du Alone und dann noch Er Alone, Sie Alone, Ihr Alone und so weiter. Und Ich Alone natürlich auch. Lied Nummer 6 ist Hodo Jeromomi. Ja, das kennen wir alle, Hodo Jeromomi. Der hat, glaube ich, bei Ein Colt für alle Fälle mal eine Nebenrolle gespielt, für die, die sich nicht mehr erinnern. Das ist der nette Hodo Jeromomi. Talentierter Schauspieler, hat leider ja, viel zu früh den Beruf an den Nagel gehängt, um Moonshiner irgendwo in den Sümpfen von Hasse nicht gesehen zu werden. Lied Nummer 7 ist Southern Conturiot. Southern Comfort, Rainer. Southern Comfort. Da geht's wieder um Getränke. Die Hodo Jeromomi so gerne wegpischelt. Ich glaube, ich wurde das ausgesprochen. Lied Nummer 8 ist Walker. Ist Welker der Stalker. Welker der Stalker. Also, ihr wisst ja, wenn Pflanzen, wenn der Herbst kommt, dann welken sie. Das geht natürlich nicht von alleine. Da muss jemand kommen und die Pflanzen welken lassen. Das ist der sogenannte Welker. Und der stilkt da immer rum, also er geht stokelig, er starkst quasi. Das englische Wort für starksten ist stelken. Wisst ihr Bescheid? Welkers der Stalker. Ich habe keine Ahnung, ob das ausgesprochen wird. Hat man überhaupt nicht gemerkt. Lied Nummer 9, Dessert Night. Dessert Nights, Rainer. Da geht es um Ritter, die gerne Pudding zum Nachtisch haben. Oder Dessert Night. Lied Nummer 10 ist In the Name of Rock. The Rock, den kennen wir alle. Ein schöner Film mit Sean Connery. Und Lied Nummer 11 ist Confusion. Genau, Confusions. Also, es beschreibt quasi die Verwirrung, die der Zuschauer dieses Videos erfährt, wenn er gleichzeitig die Tracklist liest. Quasi. Ja, das sind im Prinzip schon mal die ganzen Liedernamen. Prima, und was bedeuten die Lieder jetzt? Kommen wir ja bestimmt zur Interpretation des Albums. Ist euch was aufgefallen?
Der Name des Albums kam überhaupt nicht als Lied vor. Richtig. Lied Nummer 2 enthält den Namen Dragonlord. Gut, das natürlich auch. Und zwar heißt das Lied genau komplett Disables of the Dragonlord. Ja, hatte ich ja vorhin schon erklärt, es geht um einen Diener der Drachen und Leute mit Einschränkungen. So, jetzt fragt ihr euch, woher kennen die Rainer, dass sie ein Lied über ihn machen? Hört sich interessant und bekannt an. Natürlich, klar, es ist die englische Aussprache von meinem Namen, den ich... Nein, ehrlich? ...ich auf YouTube habe. Drachenlord, Dragonlord. Du weißt das vielleicht nicht, aber ein Teil von deinem Namen ist sogar schon Englisch. Und jetzt kommt's. Ich hieß ursprünglich nicht Drachenlord, sondern Dragonlord. In Minecraft heiße ich noch heute so. Das fand ich auch sehr interessant, denn ich habe in meinem Vlog bereits das einmal erwähnt. Und da hieß es dann gleich wieder, oder ich habe es auf Facebook damals noch gepostet, als Facebook noch existiert hat. Und da hieß es dann... Ich glaube, Facebook gibt es immer noch. Du hast dich wohl verschaut, das hieß doch, du heißt doch keine Dragonlord, du heißt doch Drachenlord. Punkt 1, es ist völlig irrelevant, ob man es Deutsch oder Englisch ausspricht. Punkt 2, ich hieß immer schon Dragonlord ursprünglich. Ich heiß... Ja, auch in der Schule schon. Sein Spitzname war nicht Drache, sondern Dragonlord. So wurde er von seinen Mitschülern immer genannt. Wie gesagt, in Minecraft noch heute Dragonlord 1510. Das kann ich auch irgendwann mal in Minecraft-LP zeigen, wenn ich dran denke. Aber im Großen und Ganzen hieß ich schon immer Dragonlord überall. Und später hieß es dann Drachenlord. Es war damals ein Fehler von mir. Und du hast mal einen Fehler gemacht? Ich wollte meinen Namen Dragonlord nämlich eigentlich auch auf YouTube haben, aber habe dann aus irgendeinem unerfindlichen Grund den Namen auf Deutsch geschrieben und dann hieß ich auf einmal Drachenlord und nicht Dragonlord. Ja, dann sei mal froh, dass du dich so vertan hast. Andersrum wäre es noch schlimmer gewesen. Dann würdest du jetzt Dragon Diener heißen oder so ähnlich. Das würde echt blöd klingen. Wie es eigentlich ursprünglich war. Dann habe ich mir aber im Nachhinein irgendwann gedacht, weil ich habe irgendwann wollte ich es auf Englisch dann ändern, als ich den Fehler bemerkt habe. Und dann später ist mir aufgefallen, nee, lass ich auf Deutsch. Warum? Einfach weil Deutsch und weil einfach meine Videos auf Deutsch sind, würde ich... Ah, das ist natürlich clever, wenn man quasi den deutschen Namen hat, dann wissen die Leute, die das Video anklicken, ach, der wird auch auf Deutsch quasi im Video auftreten und jetzt nicht irgendwie Swahili sprechen oder so. Ja, das ist natürlich praktisch. Drachenlord eben besser passen. Aber wie gesagt, der Ursprung meines Namens war ursprünglich Dragonlord, nicht... Ja, und das hat die Band erfahren und dann haben sie ein Lied über dich gemacht, oder wie jetzt? Drachenlord. Ich habe vorhin im Video bereits gesagt, dass das Format hier, also den Time of Metal, der TOM, eigentlich dafür gedacht ist, dass man einfach mal drüber nachdenkt, über die Musik. Ja, und diese Stelle kommt jetzt hoffentlich dann auch, weil wir haben nur noch 3 Minuten übrig, Rainer. Und das werden wir jetzt tun. Schön. Ursprünglich war das Format so geplant. Rainer, wir wollten nicht wissen, du hast doch jetzt gerade gesagt, wir denken jetzt über die Musik nach, also im Besonderen über dieses Album, über die einzelnen Lieder, und warum erzählst du uns jetzt, was der Kanal ursprünglich irgendwann mal? Darum geht's doch jetzt gar nicht. Und dass ich eine Zeit lang über Musik spreche. Dann war das Format so geplant, und das ist es mittlerweile noch, dass ich über Alben spreche, die mich interessieren. Dann mach das doch endlich. Aber um jetzt im neuen Jahr das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern, habe ich mir gedacht... Du redest über deinen Spitznamen. Wir setzen uns in dem Fall hin, also ich in meinem Fall stehen. Okay, also wir dürfen sitzen, er steht. Aber wir setzen uns hin und sprechen einfach mal darüber, wann seid ihr das letzte Mal hergegangen und habt euch Musik überlegt? Wann habt ihr euch das letzte Mal Musik überlegt? Also das letzte Mal, dass ich mir Musik überlegt habe, war, als ich den Text zu Balls of Blue geschrieben habe. Über die Musik nachgedacht, die ihr euch gekauft habt? Habt ihr über den Liedernamen oder über den Albumnamen gebrütet? Wann hast du das denn das letzte Mal getan? Also bei Notes from the Shadows, ich sag's mal so, entweder hast du nicht darüber nachgedacht oder... Du hattest gerüttet Maß Pech dabei, weil, wie gesagt, du hast ja schon den Namen des Albums falsch übersetzt. Ich persönlich finde es sehr schade, dass Musik so untergeht heutzutage. Natürlich, jeder mag Musik und so, oder viele mögen Musik. Ja, bis auf die, die keine Musik mögen. Aber Rainer, es
geht doch um dieses Album und über das Abgrübeln darüber und zu welchem Schluss du gekommen bist. Nun klär uns doch endlich mal auf. Die, die es nicht mögen, naja, die haben immerhin nichts dagegen. Aber... Ja, also die Leute, die keine Musik mögen, haben wenigstens nichts gegen Musik. Das ist so ähnlich wie mit Leuten, die jetzt, zum Beispiel der Ku Klux Klan, die haben was, also die mögen keine Menschen mit anderer Hautfarbe, haben aber nichts gegen sie, so ähnlich. Einer, das ist doch... Was erzählst du da eigentlich? Und warum höre ich in der Ferne die Bäume rufen, die gerne angebrüllt werden wollen? Ich finde es schade, dass sich verschiedene Genres untereinander bekämpfen. Sei es im Metal oder sei es im Hip-Hop oder sei es sonst wo. Ja? Ich habe lange nicht mehr drüber gesprochen, aber der Metal ist im Prinzip Familie. Der Metal ist Familie, Verwandtschaft, Zusammengehörigkeit. Metal ist alles für mich und für viele andere aus dem Bereich. Aber... Letzten Endes ist es halt einfach schade, dass viele das nicht so verstehen, wie es halt eigentlich gedacht ist. Ja, wie ist es denn gedacht? Oh, wartet. Lasst uns in den Kommentaren darüber reden. Und jetzt zum Abschluss noch eine kleine Aufgabe für euch. Also ihr seid damit gemeint. Rainer, und wann erzählst du uns deine Interpretation des Albums und der einzelnen Lieder? Oder habe ich jetzt das komplette Format falsch verstanden? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich, dass der Fehler eher nur bei mir liegt und nicht bei ihm. Er hat sich das Format ja ausgedacht und er wird das schon richtig machen. Und ich sehe gerade, irgendein Vieh hat mich in den kleinen Finger gestochen. Das sieht richtig böse aus. Das sieht sogar richtig, richtig böse aus. Oder Verbrennung, habe ich mich irgendwo verbrannt? Das sieht fast aus wie eine Verbrennung. Seltsam. Aber ist nur der kleine Finger, den braucht man nicht unbedingt. Rainer, übrigens, wir haben den Text gelesen. Danke. So. Ach, da ist er wieder. Jetzt am Schluss haben wir noch eine kleine Challenge und in der Auflösung der Challenge wird auch ein Gewinnspiel dabei sein. Das bedeutet, wer mitmachen will, kann auch gewinnen. Oh, das ist toll. Also er müsste mitmachen, um zu gewinnen. Es reicht schon, wenn er mitmachen wollt. Das finde ich super. Das können die beim Lotto auch mal machen. Weil ich ärgere mich da jedes Mal und du musst dann immer diesen Einsatz bezahlen, um überhaupt eine Gewinnchance zu machen. Es müsste doch reichen, wenn man sagt, ich würde ja den Einsatz bezahlen, ich tue es aber nicht und dann kannst du trotzdem schon gewinnen. Das wird mir sehr viel mehr entgegenkommen. Jetzt wird das Ganze folgendermaßen laufen. Ich möchte von euch ein Bild haben, wo ihr euer Lieblingsalbum hochhaltet, also ihr und euer Lieblingsalbum. Ihr dürft auch euer Gesicht zensieren, wenn ihr möchtet. Ihr dürft auch das Album vors Gesicht halten, wenn ihr möchtet. Das ist... Ich habe gerade Kopfkino. Kennt ihr noch diese Bilder, die Furschi mal früher gemacht hat? Wo er quasi von hinten zu sehen war mit verschiedenen Gegenständen? Ihr wisst, was ich meine. Kein Thema. Aber wenn ihr euch nicht zensiert, also euer Gesicht oder sowas nicht zensiert, bedenkt, dass ihr im nächsten oder im übernächsten Video viel mehr zu sehen sein werdet. Also wenn ihr mal eine Videoauftauchung möchtet, ist das die Gelegenheit. Schickt mir einfach an die E-Mail-Adresse, die ich euch hier irgendwo einblende, das Bild. Und vergesst aber bitte nicht, sonst könnt ihr an der Challenge nicht teilnehmen, vergesst bitte nicht dazu zu schreiben, warum das Album, habt ihr auf dem Album einen Lieblingsnamen bzw. ein Lieblingslied und was interpretiert ihr bzw. was verbindet ihr mit diesem Namen oder diesem Lied? Also wir sollen ja quasi ein Foto schicken von uns mit unserem Lieblingsalbum und dir dann Infos zu diesem Album geben, die weit über das hinausgehen, was du uns jetzt über das Album von Astral Doors an Infos rübergebracht hast, ja? Schönes Konzept. Das hätte ich gerne von euch, dass ihr da mitmacht, wenn ihr Lust habt. Und dann werde ich, wie gesagt, euch in der Challenge das nächste Mal auch dafür belohnen. Zwei Stück von euch können ein Poster gewinnen, und zwar das Poster hier. Zwei Stück können ein Poster gewinnen. Müssen die sich das dann teilen? Und der eine bekommt es Montag, dann kriegt es der nächste am Dienstag und so weiter und so fort. Übrigens, davon abgesehen, Rainer, wirklich. Ich meine, das Poster an sich sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Aber dieses Weiße außenrum, warum? Das macht die komplette Optik von dem Poster kaputt. Für alle anderen, das gibt es in meinem Shop zu kaufen, wer Interesse dran hat. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich so, den wir schon. Und wann kommen die Infos über das Album? Ich werde, wie gesagt, die Bilder zeigen. Also echt nicht vergessen, dass ihr zu sehen sein werdet. Gut, das war's dann soweit von mir. Ich bedanke mich bei euch und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drachenlord. Haut rein. Ciao, Leute. Ciao. Ja, also da seid ihr jetzt voll informiert über Asmodeus und die Noten aus dem Schattenreich. Es sind verschiedene Lieder drauf, die diverse Namen haben. Nur ein Name ist nicht dabei, und zwar der dem Albumnamen entspricht. Es ist ein Drache vorne abgebildet und ein Mönch, der eventuell doch kein Mönch ist. Und die Lieder haben eventuell eine Bedeutung, aber welche werden wir nie erfahren. Schade, aber so ist es nun mal. Ich bin begeistert. Der Wald ruft, die Bäume wollen angeschrien werden. Deswegen mache ich jetzt hier mal Ende. Wir sehen uns spätestens morgen wieder und bis dahin würde ich sagen, meditiert ihr mal über euer Lieblingsalbum. Schickt mir keine Fotos davon, weil, warum solltet ihr? Ist doch eure Sache. Also, wir sehen uns bis dahin. Ciao. Und ja, mit Sophie, ihr Lieblingsalbum, kein Foto von machen. Diese Shellac-Platten, die sind sehr empfindlich. Da muss man schon aufpassen mit. Also, bye bye. So, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.